So, meine lieben Freunde, wir sind zurück zum DK's Talk. Wie gesagt, mein Leben, meine Geschichte, heute mit dem Thema Schulzeit, meine Schulzeit und wie das war für mich, meine Schicksalsschläge, die ich in der Schulzeit hatte, wie ich gemobbt worden bin und vieles mehr. Darüber werde ich heute mit euch sprechen, deswegen kommt mal alle rein. Und wenn ihr auch gerne mit mir talken wollt und was dazu zu sagen habt, dann sehr, 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 sehr gerne könnt ihr in die Gastfunktion, wie gesagt, gehen, dran teilnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, sag ich mal so, wenn ihr da draußen am heutigen Tage mit dabei seid beim DK's Talk, mein Leben und wie gesagt, die Schulzeit, ja, kommt mal alle rein. Wie gesagt, es wäre wunderschön, wenn ihr mir den Gefallen tun würdet und eure Freunde einladen würdet. Wenn ihr ein bisschen tippen würdet, damit wir mehr Leute erreichen, das wäre echt mega, mega von euch, weil das kostet kein Geld. Das können wir alle machen, so eine Art. Und darüber würde ich mich echt freuen, damit wir viele, viele Leute am heutigen Nachmittag noch erreichen können. So, wir warten mal. Wir haben natürlich auch noch Gäste dabei. Ihr könnt übrigens auch hochkommen, wenn ihr wollt. Die Gastfunktion ist für euch, wie gesagt, am Start. Danke, Onkel Rupi, fürs Teilen. Und macht das so, wie der Onkel Rupi das macht. Tippt auf den Bildschirm, wie gesagt. Liked das Ganze mal, weil um das so mehr Likes bekommen, um das so mehr Leute hören unsere Geschichte, hören meine Geschichte und vielleicht haben die dieselbe Geschichte und wollen mal darüber reden, wissen bloß nicht mit wem und so. Deswegen der DK's Talk, mein Leben, und es gibt wirklich sehr, sehr viele spannende, interessante Themen zu besprechen. Es geht um das Thema heute Mobbing, meine Schulzeit und vieles, vieles mehr. Deswegen darüber werden wir auf jeden Fall sprechen am heutigen Nachmittag. Wir warten mal noch 3-4 Minuten, eben ein bisschen ein paar Leute reinkommen und euch da draußen auf jeden Fall danke, danke, danke für eure Unterstützung in der letzten Zeit. Also ihr wart wirklich immer, wie gesagt, an meiner Seite, für mich da. Auch wie gesagt, jetzt man hat das wieder ganz, ganz deutlich gesehen, ne? Auch in diesen Events und so drinne, ihr unterstützt mich immer, ihr tragt mich immer und deswegen wollte ich euch etwas zurückgeben mit diesem Talk, damit ihr mich viel, viel besser kennenlernen könnt. Deswegen jetzt immer Donnerstag, mein Leben, meine Geschichte und so viele Leute fragen mich immer, wie war das bei DSDS, wie war das in der Schulzeit, wie war das gewesen, wie war dein Leben gewesen und so, ne? Und das war immer, wer bist du? Ich bin der DK, der Rapper der Herzen, Kurt Ibo. Wer bist du? Du bist Kurt Ibo. So, meine lieben Freunde. Aber jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal den Red Power mit rein, weil der ist immer von Anfang an mit dabei gewesen und sprechen mal ein bisschen darüber. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch ganz gern mit dabei sein, Leute. Und ich würde mich mega freuen. Ihr braucht nur eins tun. Hört einfach zu. Hört euch die Geschichte an. Vielleicht habt ihr genau das selber erlebt und sagt, in der Schulzeit, Mensch, da kann ich ja mitreden. Dann einfach, kommt rein in den Gast, stellt mir eine Frage, DK's, wie war das und das? DK's, wie war das? Das möchte ich mal gerne wissen. Dieser Stream gehört 1,5 Stunden lang heute nur euch. So. Und da ist er, der Mann Red Power Fanatics. Und auch er hatte vielleicht dazu zu den ein oder anderen Thema was zu sagen. Er übernimmt mal die Rolle, die ich immer übernehme. Und zwar die Rolle, wie gesagt, des Moderators und stellt mal zwischendurch Fragen, wie war dies, wie war das. Und das ist auch sehr, sehr schön. So, meine lieben Freunde, jetzt habe ich erstmal genug geredet und wir fangen jetzt auch direkt an. Red Power ist da. Und zwar, wir haben ja damals schon gesagt, in dem allerersten Talk für die Leute, die jetzt, wie gesagt, verpasst haben, ich hatte oder bin eine Frühgeburt gewesen, bin, wie gesagt, zur Welt gekommen und hatte es nicht einfach, hatte, wie gesagt, ein bisschen Sauerstoffmangel gehabt und habe damals schon in meinem Leben kämpfen müssen. Ja, und das hat sich, wie gesagt, dann auch bereits, darum geht es jetzt, im Kindergarten, wie gesagt, ausgewirkt, ne? Und zwar, ich bin dann, wie gesagt, in den Kindergarten gekommen und hatte dort schon sehr, sehr schwer, wie gesagt,
Anpassungsschwierigkeiten gehabt, weil ich war im Kindergarten einfach, ich war ein sehr, sehr hibbeliger Zeitgenosse, sehr, sehr aufgedreht. Andere Kinder waren vielleicht ruhiger. Ich habe die anderen Kinder auch immer angestiftet, wie gesagt, Blödsinn zu machen. Und es war dann auch meistens in der Anfangsphase, sage ich mal so, sehr, sehr schwer für mich, wie gesagt, dort im Kindergarten irgendwie Fuß zu fassen oder Freundschaften zu finden. Entweder man hat mich akzeptiert, so wie ich bin, oder man hat mich ganz klar gedacht, so eine Art, ey, mit dem da wollen wir überhaupt gar nichts zu tun haben. Das ist komplett falsch, was der da macht, sagt oder sonstiges, ne? Und dann war ich auch sehr, sehr schnell unten durch gewesen im Kindergarten, weil Kinder sind ja so, ne? Also der erste Eindruck zählt da, und wenn du da nicht bei den Kindern ankommst, dann ist es meistens immer schon sehr, 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 sehr schwer, sag ich mal so, da Fuß zu fassen, ne? Guido, vielleicht hast du das ja auch selber erlebt. Wie war es denn bei dir? Also bei mir war es, wie gesagt, sehr, sehr schlimm gewesen im Kindergarten auch, ne? Gut, bei mir ist das ja schon mal nochmal 15 Jahre länger her wie bei dir, die Kindheit. Aber gut, denn ich weiß ja noch, deine jetzige Kleinigkeit, weiß ich noch. Weil wie gesagt, denn wenn du anfängst hier mit Kindergarten, ja, ich war genauso, weil ich war voller Power, ich war nur im Rennen, ich war keine Ahnung. Und dann stößt man ja dies und jenes um. Und so viel denn, wie ich weiß, dann konnte ich damals schon gut Fußball spielen. Im Kindergarten, ja, das ist Fakt. Und durch den Sport hat sich den Kindergarten, auch später die Schule, oder die Berufsschule, oder, hat sich das zum Positiven bei mir denn entwickelt. Denn was das Mobben angeht, klar, früher wurde auch ja denn gemobbt, ne? So, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Sah vielleicht ein bisschen anders aus, ja, wie heute, aber denn man wurde schon ja denn gehänselt. Ich wegen meinen krummen Beinen, also wegen den O-Beinen. In der Kindergartenzeit hatte ich wirklich so, ja, was heißt, weil wie vor, es kam, also nicht gerade so extrem, aber die waren schon wirklich so. Also, denn wenn du Bilder siehst, ja, denn von früher oder Videos, früher mit V8 oder wie das hieß, die haben dich aber in der Grundschulzeit ein bisschen gekradet. Und da wurde jetzt auch nicht nachher geholfen, aber trotzdem, weil heute sieht man nur ein bisschen, ne? Denn du kennst mich ja auch so von hinten, du da von vorne. Und da sieht man schon, ne? Und aber durch den Sport, ja, meine Tochter. Moment, so. Und dadurch habe ich halt eben, ja, wie soll ich sagen, da wurde ich akzeptiert. Weil ich eben denn so gut war, ich hab Handball, Basketball, Fußball, alles, denn was mit dem Ball zu tun hat, war ich denn der Beste in der Schule. Ne? Und daraufhin, weil vielleicht ein Glück, ne, würde ich jetzt, oder hätte ich, war nicht so gut, oder wäre ich denn nicht so gut im Sport gewesen, keine Ahnung, wie das da gewesen wäre. Bei mir war das so gewesen, also ich muss ja sagen, ich bin auch ein Einzelkind. Viele wissen das ja schon, einige von euch wissen das nicht. Und bei uns war das halt so, oder bei mir war das halt so gewesen, dass meine Eltern extrem, wie gesagt, auch arbeiten gewesen sind und halt nicht so die Zeit hatten. Ich bin mit meiner Oma groß geworden, sehr, sehr viel unternommen hat damals immer, wie gesagt, mein Onkel mit mir, ne? Also mein Onkel ist immer regelmäßig, wie gesagt, mit mir. Also zum Ponyhof gefahren und vieles, vieles mehr. Übrigens, wenn ihr hochkommen wollt, Leute, scheut euch nicht. Stellt einfach eine Anfrage. Ihr könnt gerne, gerne mitsprechen. Ich würde auch gerne haben, dass vielleicht der ein oder andere nochmal mit hochkommt, ein paar Fragen stellt. Sehr, sehr gerne. Und Leute, bitte, tut mir doch nochmal einen Gefallen. Ich möchte euch nicht auffordern oder sonstiges, aber bitte, tippt doch alle mal. Wenn wir alle mal liken, dann können wir mehr Leute erreichen. Und vielleicht mehr Leute, wie gesagt, haben dasselbe Problem. Und es ist wirklich sehr interessantes Thema über das, was wir heute auch hier sprechen. Deswegen, ich würde euch echt sehr, sehr dankbar sein, wenn ihr alle mal das ausnutzen würdet. Jeder einzelne von euch kann 3000 Likes geben, eher wie gesagt eine Sperre kriegt. Und wenn wir da die 10.000 oder 15.000, wie gesagt, schaffen sollten, das wäre echt schön. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ne, also zu meinem Onkel hatte ich dann, wie gesagt, eine richtige Bindung immer aufgebaut.
Bei meinen Eltern war ich eigentlich immer nur am Wochenende. Groß geworden bin ich, wie gesagt, bei meiner Oma auf dem Bauernhof. Wir hatten, wie gesagt, Kühe, Schweine und alles gehabt. Und dann kam als Vierjähriger auf einmal dieser Schicksalsschlag. Und zwar von heute auf morgen ist mein Onkel dann nicht mehr, wie gesagt, also ist dann von uns gegangen. Wegen tragischen Unfall. Ich kann auch ganz offen und ehrlich darüber reden. Das ist auch der Grund, warum ich als Jugendlicher oder so sehr, sehr selten halt auch zum Arzt gegangen, nicht zum Arzt gegangen bin, weil ich die Ärzte, wie gesagt, halt nicht vertraut habe. Und zwar, ich war ja ein kleiner Junge, ich habe das nicht verstanden. Wo ich dann älter war, so eine Art haben meine Eltern mir das erzählt, was mit meinem Onkel los war. Und zwar, mein Onkel ist sehr, sehr früh gestorben, der ist keine 50 geworden, ne? Und zwar aus folgendem Grund. Ich erzähle euch mal die Geschichte. Der war arbeiten gewesen. Und zwar hat er gearbeitet bei einer, wie gesagt, Firma, Lebensmittelindustrie, Firma will ich jetzt nicht nennen. Und ist auf dem Nachhauseweg gewesen und hatte die Nachtschicht gehabt. Und war aber sehr, sehr übermüdet gewesen und hatte damals einen Golf 1 und ist dann, wie gesagt, bei uns hier am Straßenrand, wie gesagt, stehen geblieben und hat gesagt, du, ich bin im Moment zu müde, komm, ich ruh mich mal ein bisschen aus, ne? Erhol mich mal ein bisschen und so, ruh mich mal ein bisschen aus und bleib dann mal stehen. Ist er dann auch stehen geblieben und dann hat halt der Bauer nebenan, also der Bauer, der da war, der hat halt gedacht, ach guck mal, da ist wieder so einer, der kommt mir unheimlich vor, dies und das und ist irgendwie, ja, ist irgendwie mir nicht ganz geheuer. Was hat der Bauer natürlich gemacht? Hat die Polizei angerufen. Ja, die Polizei rausgekommen, dies und das, ne? Und ja, hat dann an sein Auto geklopft und hat dann gesagt, ja, Scheibe runter, was machen Sie denn hier, dies und das. Und der hat gesagt, ja, ich möchte ja nur schlafen. Und dann war komplette, wie gesagt, haben die den komplett da auseinandergenommen. Dann hat er sich, wie gesagt, wohl auch ein bisschen aufgeregt und das und alles und sowas, ne? Und dann haben die den mitgenommen, so eine Art. Also, die haben den dann halt mitgenommen auf der Wache. Und haben den direkt, früher gab es ja nicht sowas mit Alkoholtest und sowas alles, ne? Dankeschön, Jan und Tim. Und Leute, ihr könnt mir gerne folgen. Ich würde mich mega, mega darüber freuen. Haben den dann mitgenommen auf dem Revier. Und früher gab es ja nicht so Alkoholtest, ne? Und der hat sich halt dagegen gewehrt und alles, ne? Also haben die gesagt, so eine Art, ja, pass mal auf, ne? Der hat hier an einer Murmel, an einer Waffel. Also, was ist dann? Früher, ne, zu der Zeit, ne, 90er Jahre, haben die den direkt, wie gesagt, ab nach Techte geschickt, ne? Ja, nach Techte ist er dann auch Wohin? hingekommen. Wohin? Nach Techte hier. Zwangsjacke und ab. Hallo. Erstmal beruhigen, verstehst du? So, und da war, wie gesagt, eine sehr, sehr junge Auszubildende. Die hat das nicht gewusst und Onkel war halt auch sehr übergewichtig und hatte einige Vorerkrankungen auch gehabt, dies und das, ne? Und die haben ihm dann eine Beruhigungsspritze verabreicht. Und an dieser Beruhigungsspritze ist der Mann verstorben. Der ist nie wieder aufgewacht. Dann ist meine Oma immer wieder dahin gefahren, immer wieder dahin gefahren, immer wieder dahin gefahren und alles, ne? Und hat gesagt, ja, ich möchte meinen Sohn sehen, ich möchte meinen Sohn sehen. Und die haben immer gesagt, nee, sie können jetzt nicht zu ihrem Sohn, der ist am Schlafen, der muss die Ruhe finden und dies und das und alles, ne? Und ja, nach dem dritten Tag ist meine Oma dann in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, sie wollen mich nicht zu ihm meinen Sohn lassen, ich glaube, dass er gar nicht mehr lebt. Und dann haben die gesagt, ja, Frau Horstmann, Sie haben recht, der ist da in der Nacht verstorben, dies und das, ne? Für meine Oma ist zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, eine Welt zusammengebrochen, ne? Das war, wie gesagt, ihr Sohn, ne? Der hat auch da mit ihr gelebt, mein Onkel und alles, ne? Und die hat dann natürlich auch, wie gesagt, bis zu den obersten Gerichten Klage eingereicht. Aber gegen Ärzte kannst du halt nichts machen, ne? Und so ist das dann passiert, wie das passiert ist, ne? Und ich war damals 4 Jahre alt und ich habe das halt so nicht verstanden. Ich habe halt immer nach meinem Onkel gefragt und keiner ist mehr mit mir zum Ponyhof gefahren und so. Und das war halt auch nicht einfach für mich, das Ganze, ne? Die ganze Situation als Dings. Und
Ja, ich bin dann in den Vorschulkindergarten, auch Vorschulkindergarten gekommen. Und da hatte man auch so einen Einstellungstest gehabt und musste auch malen und so, dies und das, ne? Und da haben die schon gesehen, so eine Art, dass ich so ein bisschen zurückgeblieben bin und dass ich halt nicht so die Entwicklung habe, so wie vielleicht viele andere Kinder oder viele andere junge Leute oder sonstiges, ne? Habe ich halt nicht, ne? Und ja, deswegen bin ich erstmal in den Vorschulkindergarten gekommen. Ja, und habe mich dann, wie gesagt, auch aufgebaut. Bin dann, wie gesagt, in die Grundschule auch gekommen. Die Grundschule habe ich dann, wie gesagt, sehr, sehr lustig auch durchlebt. Aber ich hatte immer schon, wie gesagt, Schwierigkeiten gehabt, weiterzukommen. Ne? Also weiterzukommen und Lese-Rechtschreibschwäche gehabt und so. Und ich habe dann auch, wie gesagt, sehr, sehr viel Nachhilfe bekommen von einer Nachhilfelehrerin damals. Ne? Und ja, aber trotzdem war es so, und dass man gesagt hat, damals schon hat man ja in den ersten Klassen keine Zeugnisse bekommen. Und deswegen hat man einfach immer gedacht, so ja, pass mal auf, komm, den ziehen wir mit, den Daniel. Weißt du, der hat ein gutes Herz, der ist ein guter, dies und das. Und viele Mitschüler mochten mich auch, den brauchen wir so eine Art, der ist ein Sympathieträger für viele andere, weil man wollte mich damals, ehrlich gesagt, das ist kein Scherz, was ich euch jetzt erzähle, sitzen lassen. Und zwar in der 3. Klasse. Und dann sind wirklich die Kinder dorthin gegangen und haben Stimmzettel gemacht, so eine Art. Und die haben gesagt, also wenn der da jetzt nicht in unsere Klasse weitergeht, so eine Art, dann kommen wir nicht mehr zur Schule und wollten das richtig boykottieren. Und deswegen haben die mich dann auch von Anfang an, sage ich euch ganz ehrlich, immer mitgezogen, ne? Und ja, dann war das dann auch so, ne, dass ich dann auch in die Hauptschule gekommen bin. Und da gab es ja dann, wie gesagt, auch die ersten Noten. Und da war es dann halt so gewesen, dass ich von der 5. Klasse an, wie gesagt, mir das selber, wie gesagt, aufgebaut habe. Jetzt fragen sich die Leute, wie aufgebaut? Was erzählt ihr denn da? Ja, ich habe das tatsächlich so gemacht. Immer wenn eine Klassen, ich habe zwei Klassen, es gab immer 3 Klassenarbeiten in einem Halbjahr. Eine Klassenarbeit, wie gesagt, habe ich eine 5 geschrieben. Eine Klassenarbeit habe ich aufgrund eines Stickzettels, wie gesagt, eine 4 minus geschrieben. Und eine Klassenarbeit, so eine Art, da habe ich mich krank gemeldet. Mittendrin. Und da hat man ja dann, wie gesagt, ne, hat man ja dann die Klassenarbeit, wie gesagt, haben ja die anderen vorab schon mal geschrieben. Also die wussten, was in dieser Klassenarbeit drinnen vorkam. Das heißt, wie das so üblich ist, haben Freunde von mir sich die Arbeit zweimal austeilen lassen. Also eine in den Rucksack rein, so eine Art für mich, damit ich schon alles wieder auswendig wusste. Und eine für sich. Ach, ich habe den Zettel noch nicht gekriegt. Können Sie mal eine austeilen? Das hat natürlich nicht immer derselbe gemacht, sondern immer jemand anderes. Und so wusste ich, was in der Arbeit schon aus drin war und habe das praktisch dann auswendig gelernt. Und wie ihr merkt, habe ich immer die Fähigkeit gehabt zu sprechen. Ich konnte immer sehr, sehr gut, wie gesagt, an der Tafel was vorführen, konnte sehr gut Präsentationen machen. Und das heißt, ich stand eigentlich immer in jedem Fach auf eine 4 minus. Hab das Ruder dann aber immer rumgerissen durch meine Sympathie und dadurch, dass ich, wie gesagt, hallo Petfresh, und hab das Ruder immer rumgerissen, so eine Art, dadurch, dass ich halt gelernt habe, wie gesagt, Leuten ins Herz zu reden. Verstehst du, wie ich das meine? Ne? Also wirklich so eine Art, mein Herz zu zeigen, das zu erklären, dies und das. Und deswegen haben die mich dann immer mitgezogen. Das heißt, ich habe in jedem Jahr immer eine Prüfung noch ablegen müssen, so eine Art, ob ich weiter versetzt werde oder nicht. Eigentlich, was man heute weiß, war die Hauptschule nicht die richtige Schule für mich und ich hätte eigentlich auf eine andere Schule gemusst wie gesagt, von meinen Fähigkeiten. Trotzdem habe ich es dann geschafft, wie gesagt, dort Fuß zu fassen. Und ich wurde auch, wie gesagt, auf dieser Schule wegen meinen Kenntnissen und so sehr, sehr oft gemobbt. Und dann gab es einen Vorfall, den weiß ich bis zum heutigen Zeitpunkt noch. Wenn wir uns treffen, dann sagen die Leute immer noch, mein Gott, bis zum heutigen Zeitpunkt ist in der Aula eine riesengroße Scheibe.
Resi, warum ist da eine neue Scheibe drin, die damals 3000 D-Mark gekostet hat? Fragst du mich als Guido oder als Jesus jetzt? Ich sag es dir. Welche Scheibe meinst du? Da war ein Junge gewesen und der Junge, der war immer rotzlöffelfrech und hat mich gemobbt und hat mich gemobbt und gemobbt und gemobbt, ne? Servus Dennis, du coole. Servus Dennis, du coole Sock. Ah, was geht? Leute, können wir alle nochmal, bevor wir Dings, wir sind 1600, komm, wir schaffen doch die 10.000 Likes. Lass uns alle nochmal tippen, bitte. Auf jeden Fall war es dann tatsächlich so gewesen. Ne? Und wenn ihr hochkommen wollt, auch nochmal, könnt ihr auch reinschreiben, wer hochkommen will, Gast fragen, wie Nani ist zum Beispiel auch da. Wenn du mit hochkommen willst, sehr, sehr gerne einfach Gastanfrage stellen oder egal wer hier mit hochkommen will, Gastanfrage stellen. Dann können wir gerne, wie gesagt, euch auch mit in diesen wunderbaren Talk mit reinnehmen und wenn ihr Fragen habt. Also, ja, nochmal darauf zurückzukommen, war so ein lause Junge, so wie ich auch. Und der war immer frech und der hat mich gemobbt und guck mal, der Dicke da, der Dicke da, der Dicke da und hat mich immer vor den ganzen Leuten so in einer Art bloßstellen wollen, ne? So. Jetzt gab es bei uns, wie gesagt, eine Aula und da hat auch immer der Hausmeister gesessen. Und ob du mir das glaubst oder nicht, der Hausmeister saß auch da und da war eine riesengroße Scheibe. Also die Scheibe war bestimmt, lass mich lügen, 2 Meter nach oben und bestimmt 5 Meter breit in der Aula. Da saß der Hausmeister drin und direkt dahinter hat er immer seine Dinger da verteilt. Früher gab es ja noch diese Trinkpäckchen, verstehst du, was ich meine? Die man so hatte, die jeder bestellt hat. Hier diese, was weiß ich, mit Vanillemilch, normale Milch. Und hier Dings, die gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Damals gab es die aber noch. Da musstest du in der Schule das ja immer noch anmelden und sowas, ne? Pfennige. Genau. Und der hat mich so dermaßen provoziert. Und weißt du, was ich mir dann gedacht habe? Den zeigst du es jetzt. Also habe ich den gepackt mit meiner vollen Wucht und habe den durch die Scheibe geschmissen, ne? Der ist durch die Scheibe ist der geflogen, also wirklich, ne? Ich habe richtig mit Krabums, also richtig, den erst nach hinten und dann klatsch und dann ist der in die Scheibe, durch die Scheibe geflogen. Die war kaputt. Die war komplett in 1000 Teilen. Ihm ist aber nichts passiert, außer ein paar Schrammen und ein paar Macken ist ihm nichts passiert, dies und das. Ich hatte auch einen Schreck gehabt, das hat geknallt. Alle Leute, die da waren, so eine Art in der Pause, haben geguckt, Riesenaufwand, ne? Dies und das, ne? Und Hausmeister, was ist passiert? Und dies und das und hier und da, ne? Und ich auch unter Schock, ne? Der Bengel natürlich geblärt ohne Ende, ne? Und ja, dann ging das erstmal los, ne? Also, ich bin dann, wie gesagt, da musste, hatte dann eine Klassenkonferenz gehabt und dann musste ich. Ja, klar, ne? Ich bin 2 Wochen lang von der Schule verwiesen worden wegen aggressivem Verhalten und musste ein Anti-Aggressionstraining machen bei einer Lehrerin, die mir da dann erklärt hat, wie das ist, einen vernünftigen Umgang, sag ich mal, so zu führen mit unseren, mit den Mitschülern und Mitschülerinnen und sowas, ne? Und das ist dann passiert. Er hat sich sogar noch bei mir entschuldigt und hat dann hinterher gesagt, man sollte aus den 2 Wochen eine Woche nur machen, weil er ja mit dran schuld war, weil er mich immer so provoziert hat, ihm würde das die ganze Zeit so dermaßen leid tun. Ne? Also das wäre schön, wenn man Dings. Gut, man hat dann Erbarmen gehabt, ne? Nach einer Woche, bitte keine Werbung hier reinschreiben, sonst müssen wir dich leider Gottes stummen. Meine Modis da, die da sind, können wir den bitte einmal da entfernen. Also bitte keine Werbung. Also ihr könnt alles reinschreiben, was ihr wollt, aber Werbung ist dann echt schon. Das brauchen wir nicht unbedingt in so bei so einem Erledigt. bedeutenden Thema. Ja. Und dann war das so, dass ich nach 1,5 Wochen wieder, wie gesagt, zur Schule zurückgekommen bin und alles, ne? Und ja, dann habe ich, wie gesagt, die Schule durchlebt.
Hab es tatsächlich, wie gesagt, auch geschafft. Wie gesagt, einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10, wie gesagt, zu vollenden. Also das habe ich wirklich, wie gesagt, hinbekommen. Und dann ist es ja angefangen, so eine Art mit einer Ausbildung, ne? Und ich habe damals mal zwei Praktikums habe ich gemacht, natürlich, wie jeder andere auch. Und zwar das erste Praktikum, wie gesagt, das war gewesen beim Bäcker. Hier direkt 500 Meter weiter ist ein Bäcker. Und da habe ich auch Praktikum gemacht, ne? Und der Beruf hat mir auch Spaß gemacht, weil ich halt auch so ein Nachtmensch immer bin, ne? Oder auch immer ein Nachtmensch, wie gesagt, war und gewesen bin. Aber der Bäcker hat sehr, sehr schnell herausgefunden, dass ich für diesen Job nicht geeignet bin. Und was denkt ihr denn? Ich habe ja schon viel erzählt. Wie ist er denn darauf gekommen, dass er gesagt hat, ne, pass mal auf, also für den Job des Bäckers, leider Gottes bist du da nicht geeignet, hast nicht die rechten Fähigkeiten zu. Was denkst du, Presi? Warum, weshalb? Ich denke mir vielleicht Mehlallergie oder wegen deinen kleinen Händen. Tatsächlich, es ist so wegen den Händen, weil du musst ja das Brot kneten und ich konnte nicht diese Knetgriffe machen, die man Ja, eigentlich macht. dann schreibt er mal Und eine bei mir Pizzeria sah das gemacht. Brot Ja, komplett anders aus als wie bei den anderen. Das war wieder wegen den Fingern. Und hat er gesagt, wenn du das Brot nicht richtig kneten kannst und so, ne, dann bist du halt für diesen Beruf, wie gesagt, den entsprechend nicht geeignet. Und deswegen hat das dann einfach auch nicht hingehauen und geklappt. So, den zweiten Beruf, den ich hatte, das war Molkerei-Fachmann, ne? Und zwar, wir haben hier, wie gesagt, damals, jetzt gibt es die nicht mehr, damals hieß das Humana Milchunion, die haben eine riesengroße, wie gesagt, eine riesengroße Molkerei hier gehabt, bei uns in Eberswinkeln. Und die haben halt Westmilch hergestellt und sowas alles. Und da habe ich ein Praktikum gemacht und so, dies und das. Und da hat man aber, wollte man mich auch annehmen, aber man hat gesagt, okay, von den Fähigkeiten her, schulisch, Mathematik und alles, was das ist, wird das wohl nicht hinhauen. Also das würde ich wohl nicht überstehen, ne? So, ich nehme mal eben ein Stückchen hier. hast du wieder deine Lombardi-Cola? Nein, tatsächlich, das ist Cola Zero. Genauso wie bei DSDS. Ja, Benjamin jetzt auch da, wenn jemand hochkommen will, sehr, sehr gerne. Ich habe das schon gesagt, ne? Aber manche trauen sich auch nicht. Könnt auch gerne in den Chat bleiben, immer wieder gerne. Ja, So. heute war ich mir ein bisschen unschlüssig, ob ich wirklich reinkommen sollte. Weil, wie es du jetzt da angefangen hast, mit Grundschule und der Hauptschule, die mich kennen oder denn die wissen, was mir verfahren ist in meiner Jugend oder Kindheit. Jugend, dann ist ja relativ jetzt 14, 15 oder sowas, ne? Und ja, klar war das, früher war das eh alles denn ganz anders. Ich muss noch denn davor sagen, mein Elternhaus, das war ein Politikerfamilie und eine Bauunternehmungsfamilie. Das erklärt wahrscheinlich, warum und weswegen. Weil ich muss überlegen, ich meine, ich war im dritten Schuljahr. Vorher war das so normal halt, ne? Ersten, zweiten Schuljahr, schreiben, lesen, so normal. Und ab dem dritten Schuljahr, da ist eben ja was passiert, ne? Und daraufhin ja bin ich jetzt so wie ich bin teilweise, und das hat mich auch im Prinzip mein ganzes Leben heute noch, seit circa 12 Jahren weiß ich, wie ich damit umzugehen habe, weil ich in Bad Wildungen in Reha war oder dann psychosomatische Reha, und daufhin, weil es gibt immer so Schübe, ja, da bekomme ich das, ne? Aber ich weiß jetzt, weil, wie gesagt, vorher habe ich das in mir drin gehabt, ne? Wie so ein Virus und keine Ahnung, und durch Zufall kam der raus.
Mit 7 Jahren wurde ich 3 Monate lang vom 40-jährigen Mann vergewaltigt. Mehrfach. Und weil wir ein riesengroßes Haus hatten, hat er immer im Keller ja gewohnt. Und daraufhin natürlich auch die schulischen Leistungen, die gingen bergab, die sportliche Leistung ging dann bergab. Ich fing an zu stottern an. Teilweise habe ich das heute noch, so, weil Daniel kennt mich ja. Und irgendwann, nach, weiß ich nicht, 12 Wochen, hat meine Oma, die hat dann irgendwie, wie der mich geküsst hat, der Typ, ne? Das war ein Franzose. Der Name weiß ich auch noch. Christian Ninier. Wie der mich denn geküsst hat. Ne? Und weil mein Puderchen hat es nicht so hart getroffen, sage ich jetzt mal. Ne? Und weil ich weiß noch, denn ich will das euch dann ersparen, wie, was, warum und wo. Ne? Und nach 3 Monaten hat mein Oma den zum Teufel denn gejagt. Ne? So, jetzt fragen sich ja wahrscheinlich, warum keine Polizei. Und deswegen habe ich im Vorfeld gesagt, mir waren eine Politiker ja, der Familie und der Bauunternehmung der Familie, da kam dann nicht so gut rüber, wenn der Neffe oder der Sohn oder der Enkel, ja, denn das Thema ist eh seit Jahrzehnten, weil in Deutschland, weil wird da der geschwie oder totgeschwiegen, Kindesmissbrauch. Ich brauche hier keine Likes und keine Geschenke und keine Follower. Ne? Also, denn mir geht bestimmt nicht darum. Und So, ja, wir ich wurde haben jetzt einfach dann an hier. die Presse weiter denn geleitet, ne? Weil das, ja, weil das wäre eine Schande für die Familie gewesen. Ne? Und daraufhin, dann musste ich eben selber so damit klarkommen. Ne? Und ja, und bis 40 Jahren habe ich das in mir drin gehabt. Ne? Und wie gesagt, durch die Reha. So, wir haben jetzt noch einen Gast Ja, hier. hör mal, Gianni, kannst du da neben hier da Geräusche da sein lassen, bitte? Er kann bestimmt erstmal seine Kamera da anlassen, anmachen. Oder bist Weil, du? wie gesagt, er muss da draufklicken. Wie funktioniert das? Da vorne ist ein Zeichen mit der Kamera. Da kann man draufklicken, wie gesagt. Und dann Oben kann man links. hier. Ah ja, jetzt. Hallo, hallo, hallo. Nee, ist noch keine Hören. Kamera. Du Was ist musst das die hier? Kamera anmachen, da ist ein Zeichen. Hier! Oben links Hier! irgendwo. Was? Da Oben kann man draufklicken. links. Hier steht Live-Zugriff wird benötigt. Was ist das denn? Nee. Doch, kannst du. Oben links. Oben links ist so eine Kamera. So, Ja, da drücke ich links. drauf. Da drücke ich Direkt drauf. über deinem Kopf links. Da drücke ich drauf. Hier steht, du kannst nur mit Audio live gehen. Was ist das denn? Scheiße. Scheiße. Vielleicht, weil du noch nicht lange genug live warst, deswegen. Wie viel hast du denn? Normalerweise kannst du einfach, wie Ja, gesagt, du auf. hast jetzt 374 den Followers. Oh, ist das zu wenig? Das ist zu wenig. Kann Das ist zu sehr. eventuell sein. Ja, du möchtest was sagen, hast Ach, du nö. gerade, Ich weil wir wollte haben aber ja nur mal eine gesehen, hier Runde. mein Leben. Meine Geschichte ist sehr emotional und hast du hier eine Frage oder möchtest du dazu was beitragen? Was möchtest du denn wissen? Ich wollte einfach nur mal dabei sein. Ich wollte einfach nur mal fragen, wie es euch beiden geht, wie es dir geht, Dicker ist. Lange nichts mehr gehört. Also im Moment sehr, sehr gut. Uns beiden geht sehr, sehr gut. Ich hoffe, ja, wie gesagt, ich hoffe, dir geht's auch gut und ja. Wir unterhalten uns gerade über meine Schulzeit und über vieles mehr. Wenn du Okay. willst, dann kannst du einfach noch mal ein bisschen zuhören. Ist auf jeden Fall mega interessant. Ja, ich höre zu, ich höre zu. Jetzt kommt nämlich die Geschichte von Wildmann. Die ist nämlich sehr interessant. In der Firma Wildmann. So, ich Okay. schmeiß dich dann mal einmal hier raus, weil das Alles echt sehr klar. viel rauscht. Oder du kannst auch selber einmal Ich komme hier auch oben, stumm. ne? Und deswegen, so. Das war ja zu viele Nebengeräusche. Deswegen. So, jetzt machen wir aber weiter. Und zwar geht es darum, dass ich ja natürlich dann auch eine Ausbildung angefangen habe.
Erstmal ist es ja schön, wie ich überhaupt zu dieser Ausbildung. Kein Problem, Gianni, alles gut. Machen wir nächste Mal nochmal. Also, wie ist es denn zu der Ausbildung überhaupt gekommen? Das ist nämlich eine Sache. Natürlich habe ich einen Hausarzt gehabt. Ne? So, und wie das damals auch so war, muss man ja, bevor man eine Ausbildung machen kann, vielleicht kennt ihr das alle, muss man ja einen gewissen Gesundheitscheck überstehen. Ob man überhaupt fit ist, körperlich, ne, von seinen Beschwerden, diese Ausbildung, wie gesagt, zu machen. Leute, ihr könnt ja mal reinschreiben in den Chat, ob es das heute noch gibt, weiß ich nicht. Damals war es so. Also du musstest praktisch vom Arzt eine gewisse Bescheinigung haben, dass du gesundheitlich fit bist, um diese Ausbildung anzutreten oder zu machen. Doch? Muss Okay. man. Also, dass du körperlich in der Lage bist, also bei mir gab es das nicht vor 3 Jahren. Doch, damals gab es das. Man musste, wie gesagt, vom Arzt, wie gesagt, so eine Bescheinigung haben, dass du jetzt das und das machen kannst, körperlich. Und danke, Gianni, für dein Handherz, dass du das machen kannst, ne? Ansonsten, wie gesagt, darfst du das halt nicht machen. Und das war ja Wildmann, war ja Lebensmittel, ab du, ne, da musst du ja auch als Fleischer zerlegen, ob du wirklich körperlich überhaupt von der Statur, wie gesagt, in der Lage bist, das überhaupt zu machen. So, jetzt wird's aber interessant. Also bin ich zum Arzt hingegangen. Ich wäre damals auch nicht, wie gesagt, dort in die Ausbildung reingekommen, weil normalerweise ich schon damals die Rückenprobleme hatte. Und diesen Beruf, wie gesagt, eigentlich normalerweise gar nicht machen könnte oder machen dürfte. So, jetzt hat aber der Arzt, meine Oma war da seit 25 Jahren und mein Onkel war ja auch bei dem Arzt und ich war ja auch 10 Jahre Arzt. Also hat er gesagt, komm Junge, ich gebe dir den Stempel drauf, verstehst du, was ich meine? Mach du mal so eine Art und du wirst das schon schaffen. Ich will dir ja nicht deine Zukunft verbauen. So, also bin ich da nach Wildmann hingegangen, ne, hab dann meine Ausbildung, wie gesagt, angefangen und alles, ne. So, und die ersten Komplikationen waren dann, als Fleischer, jeder Fleischer hat ja, wie gesagt, so einen Handschuh. So einen Fleischerhandschuh, weißt du? Kettenhandschuhe, ja, Kettenhandschuhe. Ja, so einen Kettenhandschuh. Du warst Fleischer, also Butchers. Ja, hier. Ja, Ne? Butchers, das ist So. Englisch. Und da habe ich dann meine Ausbildung angefangen. Und wie ihr wisst, wir sind ja schon des Öfteren auf die Hände zurückzusprechen gekommen. Also hat mein Handschuh natürlich Viel, ja, klar. eine Sonderanfertigung bekommen. Oh. Das heißt, dieser Handschuh hat das Dreifache gekostet, was die normalen Handschuhe, wie gesagt, kosten. Ne? Und musste sonderangefertigt werden. Also jeder einzelne Ring da von diesem Kettenhandschuh wurde extra dran gemacht. Die Bestellung hat 2 Monate gedauert, ehe der Handschuh da war. Ja? Und hat auch ein Schweinegeld Ja, gekostet. das Ja. glaube ich, das glaube ich. So, und dann habe ich dann schon gemerkt, so eine Art beim Schweinehälften auslegen und so und dies und das, das hat nicht meint, dass ich einfach körperlich nicht in der Verfassung bin, das zu machen. Ne? Also ich hatte immer wieder Rückenschmerzen gehabt. Ich habe mir dann über ein halbes Jahr lang, wie gesagt, Spritzen in den Körper reingehauen, ne? In der Jugend schon. Und ja, also Spritzen, ne? Weil immer von oben ab und so. Und ich habe ja gesagt, damals schon, dass mein Körper von vornherein, dass ein Fuß größer war als der andere und deswegen ist halt die Wirbelsäule komplett schief gewachsen und ich hatte immer schon eine HWS gehabt, also eine Halswirbelsäulenverkrümmung und deswegen lief das dann auch nicht oder ist dann auch nicht, wie gesagt, so gewesen, wie es dann eigentlich sein sollte, ne? Ja, und dann bin ich da halt nach Wildmann gekommen, ne? Und war dann Wohin dort. denn? Was ist das, Wildmann? Was? Wildmann ist einer mit der größten Fleischereien, wie gesagt, in ganz Deutschland. Die haben die Wildmann-Salami und ganz viele andere Produkte. Die machen auch Salami zum Beispiel auch für Dr. Oetker, für die Pizzen, die da drauf kommen und so. Ach, guck mal. Salami und Also habe ich ist, die schon gegessen. also Wildmann, Salami und Pastete, Mete und auch diese Heißwürstchen, die es gab, Bockwürstchen.
Europaweit. Ist ein Unternehmen mit damals 1000 Mitarbeiter, jetzt glaube ich knappe 1500, also ist ein Riesending bei uns gewesen, ne? So, jetzt habe ich das aber auch nicht geschafft dort, die Ausbildung, wie gesagt, zu führen, ne? Weil ich ganz einfach, mich immer habe krank schreiben lassen und alles und ich konnte das nicht. Jetzt habe ich aber die Probezeit so, jetzt habe ich noch eine Gastanfrage hier von Stuttgarter Zone. So, Stuttgarter Oh, ein Zone. Bekannter von mir. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Du bist hochgekommen. Ich fange mal weiter an zu erzählen. Wenn du eine Frage hast, dann gerne einfach reingrätschen und wie gesagt, dabei sein. Übrigens, ihr, so wie Stuttgarter Zone, ihr könnt auch hochkommen, wenn ihr wollt. Benjamin oder jemand, wer mit dabei sein will, sehr, sehr gerne, würde ich mich mega drüber freuen. Ja, und dann war es halt so, dass ich die Probezeit überstanden hatte, ne? Auch schon. Und die konnten mich dann halt dementsprechend auch nicht, Sophie möchte auch gerne mit dabei sein, nehmen wir auch hoch, die konnten mich dann dementsprechend nicht kündigen. Also ohne Kündigungsgrund. Ja, ich habe ja die Probezeit Ja, stimmt. überschritten und wenn ich die Probezeit halt überschritten habe, dann ist es so, entweder muss man den Vertrag auflösen oder die müssen mich halt weiterhin beschäftigen, egal wie lange ich krank bin. Und wenn ich die Ausbildung 4,5 Jahre mache, ist egal, die dürfen mich dann, wie gesagt, nicht raushalten. Sophie, schön, dass du da bist. Hast du eine Frage? Nö. Bitte? Nein, nicht heute. Ach so, du bist einfach so dabei, wenn du gleich eine Frage hast, gerne, kannst du gerne, wie gesagt, auch eine Frage zu dem Ja. ganzen Thema, wie gesagt, stellen. Wir nehmen gerne Leute heute im Gast. Und deswegen, ja, und da ist es auch entstanden, bevor ich weiter, also die Auflösung erzähle ich euch gleich, aber da ist mein legendärer Name, wie gesagt, entstanden, den ich bis zum heutigen Zeitpunkt hier trage in meiner Stadt. Und zwar, hier kennt keiner Daniel Neumann. Ihr könnt auf diese Straße rausgehen, bei mir kennt keiner. Wenn ihr aber sagt, kennt ihr den Pommes? Jeder einzelne so eine Art kennt mich. Jeder. Egal, ob das eine alte Dame ist, ob das ein Jugendlicher ist, ob das ein Dings ist, jeder kennt Pommes. Und womit das zusammenhängt, ist so, das war so. Die haben natürlich da eine Kantine. So, wie ich so bin, ne, bin ich natürlich auch da immer essen gegangen in der Kantine, ne? So, Essen war jetzt aber nicht, wie gesagt, so lecker da. Also, was habe ich gemacht? Ich Pommes habe dort mitgenommen. immer, ich habe dort, bitte? Pommes mitgenommen. Genau, ich habe dort immer Pommes bestellt. Immer, meistens Pommes, ne? Und mit Mayo und so, ne? Ja, und dann ist ein guter Freund von mir, wie gesagt, der ist dann einfach darauf gekommen, ne? Dass er gesagt hat, du pass mal auf, ne? Dies und das, wir haben so viele Daniels und weiß ja keiner so eine Art, wer das überhaupt ist. Weil Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, ne? Ja. 1000 Mann Betrieb. Daniel heißt bestimmt, haben bestimmt 20, 30 Daniels. Also haben die mich Pommes genannt. So. Und wie der Name dann aber eigentlich rundgekommen ist, das ist noch wiederum eine andere Geschichte. Und zwar, ihr wisst alle, es gab irgendwann mal den 11.9. Da ist das World Trade Center in Amerika. Wie gesagt, die Anschläge zusammengebrochen. Und natürlich hat damals jede Firma, wie gesagt, so eine Schweigeminute gehabt. So, und ich war da auch, ne? Und ich hatte dann ganz genau, wo diese Schweigeminute war, habe ich irgendwie noch was weggeräumt. So, und dann sagte der Meister, ja, alle bleiben stehen, ist ja eine Schweigeminute und dies und das, ne? Und dann sagte der, wie heißt denn dieser Typ da? Der bleibt nicht stehen. Den mache ich jetzt erstmal, dem muss ich das erstmal sagen, ne? Wir machen ja hier eine Schweigeminute und der läuft da immer noch rum, weil er da was wegbringen will, ne? War halt in Zeitnot, ne? Wollte noch was wegbringen, und dann wollte ich mich hinstellen. Ja, und dann sagte er, ich weiß nicht den Namen von denen, ich weiß aber, dass er Pommes heißt. Und dann ging durch dieses Dings, durch den ganzen Mannbetrieb, wir machen gerade eine Schweigeminute.
Das Stehenbleiben gilt auch für einen Herrn Pommes. Also mit Mikrofon. Ja, also du, die haben ja so Dings, ne, Durchsagen und so, die da machen, oder dies Ding, 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 hier dies und das, ne, so müssen die ja haben, so einen Riesenbetrieb. So, und das hat er gemacht, ne, und dann war der La Name geboren, ne. Jeder wusste, wie ich heiße, in der Diskothek, das ist der Pommes, das ist der Pommes, das ist der Pommes. Und dann hat sich der Name verbreitet, wie gesagt, wie ein Lauffeuer, ne, sodass die Da hat Leute der gar nicht. Pascal Hens, hat der hier den geklaut. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Erkennst du ist. doch, oder? Der Pascal Hens. Ja, Weltmeister im kennt man das aber, Handball. ne? Ja. Aber warum der so heißt, weiß ich nicht. Der heißt Pommes, weil der bei der damaligen WM, wo sie Weltmeister wurden, der hat hier rasiert gehabt und hier nur blond. Ja, Ja. deswegen Pommes. Bei dem jetzt. Bei dir war das ja ganz was Bei mir anderes. war das deswegen, ne? Und ja, jetzt wollten die mich dann auch weg, also da weghaben und alles, ne? Ja, also, ne, ich habe halt viel krank gefeiert und ich wäre halt für den Betrieb nicht tragbar. Und deswegen, so ein mehrfacher Mannbetrieb hat ja auch einen Betriebsrat und einen eigenen, wie gesagt, einen eigenen Arzt, also wie gesagt, hier Betriebsarzt oder wie das heißt. So, und dazu haben sie mich dann, wie gesagt, da eingeladen und der hat mich, wie gesagt, dann auch untersucht und alles. Und der meinte ja, wie könnte denn mein Hausarzt da so eine Genehmigung? Man muss das auch sehen mit dem Rücken und mit dem Problem, dass das nicht geht, ne? Und deswegen haben die dann, ja, hat er mir dann geraten, ich sollte doch ab den 1.1., wie gesagt, 2000, 1.1., boah, wann war das? 2002, ja, 2002, 2001 bin ich ja noch. 2002, so eine Art, sollte ich dann, wie gesagt, also da aufhören, ne? Und ich würde noch Dings kriegen, also auch Dezember bräuchte ich gar nicht mehr arbeiten und man würde mir dann noch, ne, vom Dezember den Lohn zahlen, wie gesagt, im Januar. Und dann wäre hier Schluss. Und wir machen dann Aufhebungsvertrag. So naiv wie ich war, ne, habe ich den natürlich unterschrieben und habe gesagt, ja, ich finde schon was anderes. Hätte den eigentlich nicht unterschrieben lassen müssen, weil ich hätte die Ausbildung weitermachen müssen. Aber ich habe halt auch überhaupt gar keinen schulisch und so wie, ne, körperlich gar keinen Sinn gesehen. Ne? Und meine Eltern haben halt immer gesagt, nein, nicht machen, nicht machen, nicht machen, nicht machen. Ich habe ihn dann aber hinterher, wie gesagt, unterschrieben und bin da weg. Was aber nicht weg ist in diesem wunderbaren Betrieb bis zum heutigen Zeitpunkt ist, Der Name. der auch. Und ich habe ein Verbot bekommen, so eine Art Wildmann, wie gesagt, zu betreten danach. Ehrlich, wie alt warst du denn da? 17, 17, 18 oder? 17, Da hast du schon Verbot gekriegt für den Betrieb. weil der oberste Chef, der da war, der hat immer wieder diesen Handschuh genommen und hat den auf den Boden geschmissen und hat gesagt, ja, für den Jungen haben wir extra so viel 3000 D-Mark bezahlt für den Handschuh. Dann hat er seine Ausbildung, wie gesagt, hier nicht durchgezogen und wir haben so viel Geld für den Handschuh ausgegeben. Wer soll denn den scheiß Handschuh anziehen? So scheiß kleine Finger hat doch keiner, so eine Art wie der und so. Hat immer den Handschuh auf den Boden geschmissen und wie gesagt, das hat ihn dann so aufgeregt und getriggert und alles, ne? Und deswegen bin ich dann, wie gesagt, also durfte ich dann dementsprechend, war ich kein gesehener Gast mehr. Also einkaufen und so kann ich da, klar, im Laden und so und alles, ne? Aber da auf das Gelände und so, ne, das ist für mich, Staatsfeind, DKs. genau, das ist für mich tabu. Pommes, Pommes, sorry. Aber, ja, so war das dann, ne? Aber ich wäre ja nicht Pommes, wenn Pommes nicht nochmal wieder zurückgekehrt wäre, ne? Und zwar folgendermaßen: Ein Kollege von mir hat eine Zeitarbeitsfirma gehabt. Da bist du. Ich kann mir vorstellen. So. Also
hat er zu mir gesagt, du pass mal auf, ich arbeite da für Wildmann zusammen und alles, ne? Und wenn du da arbeitest, dann arbeitest du ja nicht direkt über Wildmann. Und Wildmann kann mir ja nicht vorschreiben, welche Mitarbeiter ich dorthin schicke und welche nicht. Sondern das ist meine Abteilung. Das kann ich selbst frei selber entscheiden, welche Mitarbeiter da arbeiten oder nicht. Ne? Ja, also bin ich dann dorthin und bin dann in einer, wie gesagt, oben gelandet. Ne? Also in einer, in der Verpackung, ne? Presi, 6 Uhr bin ich angefangen. Bis 8 Uhr war ich da. Bis 8 Uhr. Ja, 6 Uhr bin ich angefangen, hab da verpackt, ne? Und um 8 Uhr war ich da nicht mehr. Also 2 Stunden haben sie Ja, rausgekriegt, du da. danach kam direkt hier Dings so eine Art, ne? Sind Sie denn des Wahnsinns? Wie kann der denn hier auf dem Dings? Den wollen wir doch gar nicht auf dem Hof sehen. Wo kommt der denn her? Und so. Und nee, das geht doch nicht. Und hier und da. Und den wollen wir hier auf gar keinen Fall sehen. Was denken Sie denn, was für Mitarbeiter Sie hier einstellen? Ne? Ja, und dann bin ich nach 2 Stunden, bin ich dann gegangen, habe meine Sachen genommen, so eine Art. Und habe dann auch die Firma, wie gesagt, nicht mehr betreten, sondern war dann auch komplett, wie gesagt, Also hast du quasi keine Ausbildung, oder? hallo? Einen wunderschönen Hallo. guten Tag, du hast eine Gastanfrage gestellt und wolltest gerne Ja, Mitarbeiter hier in der ich bin einfach hier zwischendurch mal hier reingesquallt. Ich habe gesehen, dass du live bist. Lass mich doch einfach mit dir und euch unterhalten. Ganz normal, wie wir Menschen sind. Jeder hat Probleme, jeder hat Arschkarte. Ach, leck mir doch am Arsch, alle. Ich Hallo. bin erst normal geblieben. Ich bin normal auf dem Teppich geblieben. Ich gehe auch jeden Tag harten Rivalhaken hier. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Besteht das ganze Leben, pass auf, ich habe eine Frage. Besteht das ganze Leben nur aus Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten? Nee, geht nicht. Man muss auch mal Ruhe haben wieder. Ich glaube, da sind wir aber falsche Ansprechpartner. Die Ich Frage glaube, kann dass ich du hier dir arbeitest, nicht ich hier beantworten. arbeite. Ich bin ja selbstständig, ne? Ich bin selbstständig. Und Ja. ich muss ja so erklären, pass auf. Ich möchte euch einfach nur lieb haben. Ich bin Mensch, der, ich stehe auf, jeden Tag. Und ich bin fleißig. Ich bin sehr fleißig. Was mich stört, ist einfach nur ein Problem. Ich habe nur ein Problem. Ein Problem habe ich. Dass man das nicht schätzen tut. Dass man das einfach nicht schätzen tut, was ich mache. Das kotzt mich an. Pass auf, Ja. ich erkläre dir ganz kurz. Ich habe Bürgergeld. Ich beziehe Bürgergeld. Und dafür gehe ich trotzdem jeden Tag arbeiten. Ich gehe jeden Tag arbeiten. Jeden Tag. Ich beziehe Bürgergeld. Weil ich genau weiß, wir arbeiten alle bis zur Rente. Wir arbeiten alle eh bis zur Rente. So. Darum geht es mir gar nicht. Warum schafft man das einfach nicht, Leute, wie das so. Ach, das ist, eigentlich ist es so einfach. Wenn alle mitmachen würden, würde es so einfach sein. Ja, wir brauchen Okay, das dann Leben. ich habe eine Frage und zwar, du hast Ja, gerade gesagt, du darfst fragen, du darfst alles fragen. Bis du dahin. arbeitest jeden Tag, wenn ich mal fragen darf, was machst du so? Also in welcher Das sind Branche? meine Videos, ja, was ich mache. Ich mache Waldwege, Waldwege sauber. Ja, Waldwege sauber. Waldwege sauber, okay. Waldwege sauber, ich sammle Müll, ich sammle Okay. alles weg. Ja, was soll ich denn sonst machen jetzt? Was soll ich machen? Kannst du sonst nichts machen? Wie alt bist du denn? Ist ja, wie alt ich bin. So, nö, passt nicht, egal. Also mit 60, dann kann man nicht mehr so viel arbeiten wie mit 40. Naja, ist ja logisch, dass man das nicht mehr so kann. Das versteht doch auch alle. Okay. Ja, das verstehen wir doch alle. Wir können nicht mit 60 mehr so wie Ja, das mit meine ich ja. 50. Ja. So, aber trotzdem mache ich ja was. Ich sehe es immer so. Pass auf, ich sehe es immer so. Ich beziehe Bürgergeld. Aber ich mache ja was. Ich mache ja was, weil ich nicht anders kann. Aber ich kriege ja.
Als Gegenleistung kriegt man Essen zu Hause, beim Butterbrot. So, Also sagst du, findest du das ganze System und wie das aufgebaut ist, du machst ja trotzdem was, bekommst das Bürgergeld System ist und ja das gut, ist das alles gut, ist doch gut, irgendwie. dass es so funktioniert. Ich finde es schön, dass es so ist. Wenn Ja. es jetzt nicht so ist, wie es jetzt ist, dann würden wir Ja, aber alle. meine Frage ist jetzt, was können wir für dich tun und wie können wir Na, für dir. mich braucht man nichts tun. Ich bin ja zufrieden. Ich bin ja zufrieden. Ich bin ja zufrieden. Ihr müsst gar nichts tun. Ich bin ja zufrieden, so wie es jetzt ist. Ich bin ja zufrieden. So soll es bleiben. So wie es jetzt ist. Genau so wie es jetzt ist. Genau so wie es jetzt ist. So soll es bleiben. So soll es bleiben. Nicht immer Veränderung, Veränderung, Veränderung. Das geht aber Kopf nicht weg. Aber mir Lass kam das gerade doch so. so ein bisschen Ich bin ja als. froh. Ich bin ja froh, dass es so ist. Aber mir kam es gerade vorhin so vor, dass du nicht zufrieden bist, also mit dem Ja, du bist also mit Bürgergeld, dir was selber auch kommen nicht kann, zufrieden, oder? oder was? Was machst du hier? Was machst du denn hier? Sitzt auf TikTok und dann machst du ha. Ja, hallo, geht's noch? Wie geht's noch? Ich glaube, wir können da machen in unserer Freizeit ja, was wir wollen. Ja, ihr könnt ja da machen. Ihr könnt da Ja, machen, was ihr jawohl. wollt. Ja, in der Ja, Freizeit, warum schimpft ihr Freizeit. Weißt sie? du, was Freizeit? Warum? Ja, Ah, aber ich habe mal eine letzte Frage an dich. Und zwar, Hey, schnell, mach mal hin. ich Hab bin hier jetzt Zeit. auf TikTok, du bist aber auch gerade auf TikTok. Und Na wenn doch die Plattform eigentlich für dich so überhaupt Nee, ich gar nicht will ja, ist, ich will ja weg davon, dann ich will ja brauchst weg du doch davon, ich will ja einfach, weg von hier. aber das Ding ist, du kannst ja davon dich erlösen oder frei sein. Der liebe Gott hat ja Oh gesagt, Mann, ich deine brauch Frau. keine Nein, Erlösung. Was aber hat der man liebe da Gott hat Erlösung? ja zu dir irgendwann mal bestimmt auch gesagt, du kannst ja Ich selber im Leben hole entscheiden, mein was gut Butterbrot, und ich was hab alles, schlecht für ich hab dich da ist. alles. Ich So, hab und da wenn alles. ja, Ich du hab da hast alles. ja alles, aber weißt du, was du nämlich dann machen kannst, wenn dir das so stört, die Leute auf TikTok? Guck mal, da gibt es nämlich was ganz Tolles, Mann, und hat zwar, er da den gibt es so, Wörter? aber nee, da gibt es nämlich was ganz Tolles, und zwar, es gibt so einen Knopf, Ja, was denn? und Was da denn? Was hast du kannst du noch? draufklicken, und dann hast du, da steht, löschen oder deinstallieren. Ja, ist Und doch egal. das machen wir nämlich jetzt auch mit. Oh, ey, leck mir Arsch. So, auch Wiedersehen. Danke für die tolle Unterhaltung. Aber so lernt man auch mal Leute vielleicht in anderen Verhaltensweisen kennen. Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, du hattest vorhin, bevor wir hier mit angefangen haben, eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar war das gewesen, nein, eine Ausbildung habe ich tatsächlich nicht absolviert. Und zwar, es war immer so gewesen, dass ich habe über acht Leute, acht, ich zeige es euch, acht verschiedene Ausbildungen angefangen. Ich zähle auf: Fleischer, Sozialarbeiter, ne? Dann geht es weiter: Verkäufer, Kaufmann für Bürokommunikation. Damals war es noch Bürokaufmann, Veranstaltungskaufmann. Den Bürokaufmann im vereinfachter, wie gesagt, Form. Ne? Also im vereinfachter Form in einer Einrichtung, wie gesagt. Dann habe ich versucht, wie gesagt, wie heißt das nochmal? Nicht sozial, sondern Sozial Media Marketing zu machen. Und das letzte war, wie gesagt, was ich versucht habe, Moderator. Und dann kam noch, wie gesagt, der Busfahrer hinzu. Das muss man auch noch sagen. So, alle Berufe konnte ich nicht, wie gesagt, absolvieren aufgrund. Ich habe immer, wie gesagt, im Praktischen super Noten gehabt. Ne? Präsentation, dies und das. Aber ich konnte das Schriftliche, konnte ich nicht. So, jetzt kommen die ganzen Klugscheißer dorthin und sagen zu mir immer: Schriftliche. Wenn er doch hier so ballerballer in der Rübe ist, wie hat denn der Mann, wie gesagt, überhaupt es geschafft, beim Busführerschein eine praktische Prüfung abzuschließen oder auch beim Führerschein? Leute, ich sag es euch, da muss man ein Kreuzchen machen. Und die Sätze sind genauso lang mit Wörtern. Man kann sich die Wörter merken und die Sätze und die Bilder. Man hat da viele Bilder. Dann weiß man ungefähr, welche Frage man ankreuzen muss. Und wenn man lange genug dafür übt, dann weiß man anhand der Wörter ganz genau, welche Frage und welche Frage falsch und welche Frage richtig ist. Also du meinst, wenn die Frage ja gestellt wird, ne? Genau. Und durch die Antworten
kannst du die Antworten durch die Frage, weil da ein paar Wörter so versteckt sind, in die richtige Antwort finden. Richtig. Das heißt, ich lese das Bild so eine Art, sehe das Bild und weiß anhand des Satzes so eine Art, an drei Sätze, zwei sind mittelmäßig, so lang, und eines ist nur zwei Wörter, dann weiß ich, okay, Frage 1 und Frage 3 sind richtig. Weil da vielleicht ein Wort oder irgendwie was vorkommt. Das muss man sich einprägen und merken. Und es hat immer geklappt. Deswegen habe ich immer meine praktischen Prüfungen mit 1 bestanden. Jetzt fragen sich viele, warum durfte ich denn keinen Busführerschein machen? Den Busführerschein, die praktische Prüfung haben sie mich nicht zugelassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die gesagt haben, passen Sie mal auf, Sie sind zu dick. Sie können nicht hinter das Lenkrad, Sie können diesen Schulterblick nicht machen. Wenn da, wie gesagt, ein kleines Kind kommt, und das fährt über die Straße, so eine Art, die können den Schulterblick nicht. Die nehmen das Kind mit und vielleicht auch eine Straßenlaterne und alles. Geht nicht. Dann habe ich den guten Mann gefragt, so eine Art, ja, passen Sie mal auf, warum haben Sie mich denn zur theoretischen Prüfung zugelassen? Ja, da ist leider Gottes was schiefgelaufen, sagt er dann zu mir, ne? Weil diese Maßnahme, mit der ich gearbeitet habe, ne, die hat mit dem Arzt zusammengearbeitet und die wollten halt nur vom Arbeitsamt Geld abkassieren und der Arzt hat, egal wer das war, einfach Stempel drauf zur Maßnahme, weil er ja von der Maßnahme bezahlt wird, so eine Art, einfach die Stempel erteilt. Und deswegen konnte ich die Ausbildung dann aus gesundheitlichen Gründen nicht machen. So, jetzt haben wir aber noch eine Anfrage hier gehabt, Gastanfrage. Ich glaube, das war von David Deluxe. Einfach nochmal schicken. War, ne? Oder? Ja, David Deluxe, das ist mein Praktikant. Der David. Der gute David. Der gute David Deluxe, mein Praktikant und Auszubildender. Und er hat natürlich auch jede Menge zu sagen. Und deswegen eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Und hab dann, ja, bin dann mehrere, wie gesagt, Dinge durchlaufen. Hab übrigens in Bremen auch einen Besuch, Berufsförderungswerk für 8 Monate besucht und alles. Also ich habe beruflich wirklich alles gemacht, was man machen kann. Und eine Ausbildung hat mich sogar abgezockt. Und zwar, das war damals in der Serie gewesen, die ihr auch alle gesehen habt, verdammt schwer, unser Kampf gegen die Kilos. Und zwar hatte ich da eine Ausbildung gehabt für Bürokommunikation. Und die habe ich dann damals erhalten, auch mit Zustimmung vom Fernsehsender Vox. Da habe ich eine Ausbildung gemacht für Leute, die eine Einschränkung haben und eine Behinderung haben. Und da hat die Chefin dann damals gesagt, ja, das ist gar kein Problem, du kannst es auch 4 Jahre machen oder wenn du auch Fehler machst und so, dies und das. Und das war, wie gesagt, ein Callcenter gewesen auch, ne? Namen und so sage ich nicht. Da habe ich dann halt gearbeitet und da hat man mich dann halt eingearbeitet, dass ich praktisch den ganzen Online-Shop verwalten soll. Und die haben praktisch sowas gemacht, und zwar einen Online-Shop für LKW-Teile. Also wenn LKWs kaputt waren, dafür die Ersatzteile und dafür musste ich die Sachen bestellen. Ne? So, da habe ich auch gearbeitet. Ja, an der Weihnachtsfeier, wo die Weihnachtsfeier war, durfte ich noch auftreten dort. Und durfte da noch weppen, weil die mich ja alle kannten. Die Kamera hat man auch noch mitgenommen, also wie ich da arbeite und alles. Das hat man sehr, sehr gerne, wie gesagt, getan, weil ist ja reine Werbung gewesen. Und ein Tag vor Weihnachten hat man meine Probezeit nicht verlängert. So eine Kündigung, wie gesagt, gegeben. In einen Schreiben, ich wäre für das Unternehmen nicht tragbar, weil ich hätte zu viele Fehler gemacht in diesem Bestell- und Online-Shop. Und aufgrund dessen besteht die Gefahr, wenn ich da weiterhin arbeiten würde, dass den Callcenter, wie gesagt, der Kunde abspringt. Und deswegen muss man sich, wie gesagt, von mir trennen und wünscht sich, wie gesagt, einen schönen Werdegang, also einen weiteren guten Werdegang für mich, ne? Und dagegen ist dann auch, wie gesagt, der Fernsehsender sowie auch ein Anwalt habe ich dann genommen, ne, angegangen. Aber man hatte kein Dings, weil anhand von der Probezeit kann sie sogar ohne Grund sagen, nee, du brauchst morgen nicht mehr wiederkommen. Und dann ist es so.
Und somit ist es oftmals passiert, dass ich Praktikums gemacht habe, auch bei verschiedenen Unternehmen, die mich 3 Wochen haben Praktikum machen lassen und halt wussten, dass ich im Fernsehen war und gesagt haben, ja komm, wenn du Praktikum machst, zum Beispiel beim sozialen Media-Manager, die dann gesagt haben, ja komm, hier mach mal Social Media, mach mal unsere Facebook-Seite und mach da mal ein paar Beiträge und lad mal ein paar Leute ein und so und dies und das, ne? Und um mich dann zu ködern, um dann halt ihre Reichweite auf Facebook zu erzielen. Weil damals war es im Facebook so, wenn ich live gegangen bin, damals im Facebook konnte man nur live gehen mit dem blauen Haken, dann haben mir knappe 1000 Leute damals zugeguckt, ne? Und dann habe ich das halt beworben, ne? Und das war dann halt für verschiedene Personalfirmen auch und so. Aber man hat nie das Interesse gehabt, mich einzustellen oder mich wirklich da Dings, sondern man hat einfach mich 3 Wochen lang Praktikum machen lassen. Und dann, damit ich, wie gesagt, hier Reichweite bringe. Und danach hat man gesagt, ja, okay, der ist von den schriftlichen Sachen halt einfach nicht tragbar. So war das dann gewesen. Und deswegen Also habe ich gesagt, wirklich sehr viel hinter dir da mit dem Arbeiten genau, deswegen habe ich bis heutzutage keine Ausbildung. Ja, und dann bin ich dann irgendwann, ja, von dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, in die, ja, in die, in das Musikbusiness gekommen. Aber das ist eine andere Folge. Und die haben wir dann natürlich auch wieder nächste Woche, ne? Weil wenn wir direkt alles erzählen, das wäre ja Ding. So, das war jetzt, wie gesagt, die Schulzeit und vieles weiteres. Und David Deluxe ist da und er wäre nicht da, wenn er jetzt nicht Folgendes machen würde. Und zwar David Deluxe Fragen und Antworten. Und er hat da viele vorbereitet, bestimmt für uns. Deswegen, David Deluxe, hier, bitteschön. Du hast da mal eine Frage, ich weiß. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Wie ist es psychisch bei dir umgegangen? Also, du hast ja die Ablehnung bekommen, nur der Grund wegen der Behinderung. Wie war es bei dir psychisch? Ja, also mental, wie gesagt, war das, wie gesagt, schon sehr, sehr schwer, ne? Und man hat sich schon immer wieder, und man hat auch natürlich in gewissen Sachen auch vielleicht Einschränkungen gehabt, ne? Aber ich sag mal so, um ehrlich zu sein, ich habe das immer versucht runterzuspielen. Egal, ob das in Sachen Frauen war oder in Dings war. Ich habe halt immer, wie gesagt, das, was ich auch oftmals mache, so eine Art, ich habe das nie wirklich an mich rangelassen, sondern ich habe ja immer versucht, so eine Art, so ein bisschen den Klassenclown zu spielen oder Frauen ein paar Witze oder was aufzudrücken, damit die das gar nicht erst merken. Trotzdem kam ich dann immer, wie gesagt, in die Situation rein. Da, wo es dann einfach ernst wurde, ne? Und dann hat sich meistens die Frau auch immer meistens für einen Kumpel von mir entschieden, als wie für mich. Oder dann hat man halt mich oftmals, wie gesagt, dann eher so als fünften Rad am Wagen auch, wie gesagt, wahrgenommen. Bis, wo ich Musik gemacht habe, aber da kommen wir dann auch später, wie gesagt, nochmal zu. Weil ansonsten, sage ich mal so, haben natürlich auch viele, wie gesagt, mich auch ausgenutzt. Die einfach gesagt haben, ach komm, wir fahren in der Disco, wir nehmen den Pommes mit. Aber hauptsächlich, wie gesagt, als Fahrer, weil wir können ja dann saufen, so eine Art, und dies und das, oder auf, als einen, der uns da belustigt oder was. Das heißt, ich habe viele Mädels gehabt, wunderschöne Mädels gehabt, weißt du, an meiner Seite. Aber immer nur so als beste Freundin, ne? Also nie so wirklich als feste Freundin dann für mich, verstehst du, wie ich meine? Klar hatte ich auch eine Jugendliebe gehabt, war auch mit der lange zusammen gewesen, das war auch sehr schön. Das war auch eigentlich meine schönste Beziehung in meinem Leben, die ich gehabt habe, aber das ist dann halt damals, ja, auch vorbeigegangen und so, dies und das, muss man auch nicht mehr drüber reden. Und so ist es dann halt auch gekommen, wie es gekommen ist. Aber ich würde sagen, egal was man im Leben durchlebt hat oder gemacht hat, jede Situation in meinem Leben, verstehst du? Dadurch habe ich aus Fehlern gelernt, sag ich mal so. Und dadurch, wie gesagt, bin ich der geworden, der ich war. Und ich glaube daran, so eine Art, dass alles, was wir tun im Leben, irgendwo einen Sinn ergibt oder dass jemand uns auf diesem Weg begleitet, verstehst du? Trotzdem sind wir, wie gesagt, jederzeit, wie gesagt, dafür bereit, unser Leben selber gestalten, in welche Richtung wir das gehen möchten. Geradeaus, nach rechts, nach links
Und ich glaube, da draußen, jetzt sagen viele, ja, ist so langweilig, was interessiert uns seine Geschichte? Ich glaube, dass viele da draußen, wie gesagt, vielleicht eine ähnliche Geschichte haben und vielleicht auch dieselben Fehler haben. Und deswegen kann ich nur an die Leute appellieren, egal was ihr macht, so eine Art, lasst euch nicht unterkriegen. Macht immer das, was ihr machen könnt. Verwirklicht eure Träume. Egal, wenn da draußen jemand ist, ihr könnt das nicht machen, ihr könnt das nicht schaffen, ihr könnt dies nicht machen, ihr könnt das nicht machen. Leute, hätte ich jemals gedacht, so eine Art, dass irgendjemand, der mal 150 Kilo wiegt und ein Prader-Willi-Syndrom hat, eine Glatze hat, so eine Art, den die Haare ausfallen, der 150 Kilo wiegt, kleine Hände hat, dass der es irgendwann mal schafft, vor Dieter Bohlen vorzusingen? Hätte derjenige das gedacht, dass ich jemals überhaupt eine Platte aufnehmen kann? Hätte derjenige gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze mit 500 Leuten, wie gesagt, getalkt habe in der Corona-Zeit? Hätte der das gedacht, dass ich von den halben Prominenten und Reality-Stars alle die Nummer hier habe, so eine Art, und die anrufen kann und mit denen sprechen kann? Nein, hätte keiner gedacht. Aber das hat nicht irgendeiner gemacht und nicht irgendeiner hat mir geholfen, sondern das hat Daniel Neumann gemacht, ich als Persönlichkeit, weil ich bin von meinem Herzen, wie ich bin. Deswegen. Und weil viele immer sagen, ja, Und bleib auch so, wie du bist. der bezahlt bestimmt Geld dafür oder die Leute kommen in seine Sendung. Leute, ich kann euch eins sagen und das wissen viele, besonders hier der Red Power weiß das. Ich, Daniel Neumann, würde niemals jemandem Geld geben, damit er auf meine Party kommt, in meinen Talk kommt oder sonstiges. Niemals. Wenn jemand mich liebt vom Herzen und sieht, der ist eine coole Sau, dann kommen die Leute in meinen Talk, weil die mich als Menschen respektieren. Jemand, der Geld haben will, um in meinen Talk zu kommen, würde ich niemals akzeptieren, würde ich niemals machen. Weil das würde gegen meine Prinzipien verstoßen. Das war die Frage auch mittlerweile seit ein paar Wochen habe ich im privaten Bereich WhatsApp und ja, TikTok dann einstornet. Die Frage, so die geht auch dann an dich oder ging an dich, wie viel Geld geben wir für den Promi-Talk aus? Für jetzt die Leute, sag ich, ey, stopp mal gerade. Erstmal, was mir da ausgeben. So, das ist höchstens. Ist egal. Was weiß ich was, aber keine Auflaufprämie, ne? So, dass irgendwie ein Erik ja Sindermann oder ein Ronny oder was weiß ich denn, wie sie alle heißen. Nee, so die kommen, weil mir die gut leiden können. So, die können uns gern gut leiden. Wir kennen die, ne? Ob das ich jetzt bin oder ein Dickes ist, ne? Und da kommen die einfach, um Spaß zu haben, ne? Genau. Und das habe ich den Leuten auch zwar schon gesagt, ne? Aber gut, die einen verstehen das, die anderen verstehen das nicht. Mir egal, nach mir die Sintflut, weil wir ziehen das Ding durch. Oder er schon dreimal hier mit den. Übrigens, nee, ich meine, das sagst du gleich denn selber, ja, weil um 21 Uhr ist. Er hat schon seit über 3 Jahren, dann macht er das, ne? Und die Leute kommen nicht einfach so, weil gerade regnet hier in Troisdorf oder so. Die freuen Und sich. da, ich kann euch eins sagen, wie viele Jahre ich das mache, ne? An alle Leute, die jetzt hier draußen sind und später vielleicht noch sagen würden, ach, was erzählt er da und dies und das. Aber bis zum heutigen Tage sitze ich hier, ne? Am heutigen Tag. Und ich kann, bin raus, will euch aber Danke, nicht unterbrechen, Stuttgart-Zone. will Spaß euch. Man sieht dich. Danke, Stuttgarter Zone, dass du da bist und da warst und dir das angehört hast. Aber ich wollte euch noch auf jeden Fall eins sagen und das gebe ich euch mit auf den Weg, ne? Guck mal, es waren viele Leute, 200, über 300, 400 Leute oder noch mehr in meinem Talk gewesen. So, viele haben immer gesagt, der schafft es nicht, dies und das, verstehst du? Ich habe Leute kommen und gehen gesehen. Viele Leute haben immer gesagt, ach, der da, der da, der da, der da. Und ich habe auch viele Hater. Aber soll ich euch einen Satz sagen? Egal wer da kommt vom Reality oder reinkommt, man muss sich da durchbeißen und ein Ding. Viele, wie gesagt, waren bei mir und waren so cool und so, dies und das, ne? Da habe ich gesagt, pass mal auf, Kollege, du bist in einer Reality-Show. Du bist nur irgendwie so ein Verführer. Ich spreche jetzt bewusst einen Namen an. The Flocke. Vielleicht kennt man den. The Flocke, wenn du das hörst, ich habe dir was gesagt. Der ist in meine Sendung gekommen, am Anfang wollte der die Reichweite nutzen. Ja? Hat er auch schön gemacht, weil in meiner Sendung hat Reichweite genutzt, dies und das. The Flocke hat sich aber überlegt, guck mal, ich gehe in TikTok, verstehst du, und nehme alle Leute mit. Sag, warum geht ihr bei DK jetzt? Wir können doch deinen Talk selber machen.
dies und das, verstehst du, in TikTok und selber. Hat er auch gemacht, hat er auch seine Reichweite gekriegt, dies und das, verstehst du? Dann bin ich im Talk gegangen und habe ich zu ihm gesagt, war nicht bei ihm, sondern beim Kollegen von ihm und habe was reingeschrieben. Er war der Modi und hat mich direkt blockiert. Kein Problem. Weißt du, was aber passiert ist, Leute? Kaum keiner mehr. The Flocke. Der ist nur so ein Mitläufer, verstehst du, was ich meine? Der irgendwo da, irgendwo mal zu sehen ist. So ein kleines Licht, verstehst du? So ein kleines Licht. Ne? Aber ich habe The Flocke gesagt, pass mal auf. Eine Flocke. Kennt ihr Schneeflocken, ne? Gibt's, ne? Eine Schneeflocke, oben fängt das an, dann fliegt die fliegt die zur Erde, ist eine schöne große Schneeflocke und irgendwann klatscht die auf die Erde und dann, wenn die nicht liegen bleibt, wie gesagt, zerschmilzt die und ist weg. Verstehst du? Ein D-Case ist wie der Asphalt. D-Case, ein Rapper der Herzen, wird es immer geben. Weißt du Ja, da warum? gab es viele, Daniel, in der Weißt du warum? Vergangenheit. Weil ich eine Persönlichkeit bin und ich bin, wie ich bin und mich nicht verstelle. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, welche Qualität ich habe. Ein Rapper der Herzen wird es immer geben. Aber ein Flocke, da gibt es irgendwann mehrere und dann wird man den vergessen. Und das ist der Unterschied. Und Jungs, ich kann euch sagen, jeder Einzelne, der mit ihm in diesem Talk war, in TikTok, ne, ist jetzt ohne ihn und ist bei mir wieder als Gast gekommen. Ich wollte Egal, wer das war. Und gerade sagen, ey, Dickhead, du hast recht gehabt, der Spinner da. Und Leute, ich habe doch ein Menschenkenntnis. Leute, ich bin 39 Jahre alt. Ich weiß doch, wie das Business funktioniert. Und da braucht mir keiner The Flocke, Schneeflockenverkäufer da, irgendwas da erzählen sagen. und sonstiges, verstehst du, der da auf den Boden knallt. Verstehst du? Und dann gibt es aber andere, die vielleicht selber, ich möchte keine Namen nennen, mental nicht so stark sind, verstehst du? Und die springen dann bei ihm auf den Zug aus und die verleitet er sogar noch zu irgendwelchen anderen Sachen, dies und das, ne? Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ich sage das Präsi privat und das ist, finde ich so schlimm, weil dieser Typ, der kotzt mich so an, weil der verbreitet nur Müll. Der Ja, ist ich glaube, nur Müll, das ist einfach purer Müll. das hat man immer, hatte ich ja auch gehabt hier mit dem Pocke oder du auch und das war ja auch dann so einer, so ein, aber komm, wir wollen nicht über was weiß ich was. Genau, aber das hat ja mit zur Geschichte gehört. David Deluxe, du hast noch ein paar Fragen. Ja. Ja, Kennt ihr das Sprichwort? Also man ist auf dem Markt, jeder schreit. Aber hinten sitzt der Opa, schreit nicht, er stellt nur sein Wein hin. Alle kosten und finden ihn lecker. okay. Sehr coole weiter. David Lewis, aber du hast jetzt noch, wie Ja, gesagt, ja. 5 Minuten Zeit, 5 Minuten Fragen. Also, let's go. Okay. Let's rock. Was war das Schönste, was ihr beide außerhalb der Kamera gemacht habt? Wir beide, ich und Presi. Ja. Außerhalb der Kamera, was so der schönste Moment war von uns. Von uns beiden gemeinsam. Also es gab viele schöne Momente mit dem Presi, aber für mich der Moment, wo wir beide wirklich gemerkt haben, wir passen in eine Welt und wir verstehen uns, das muss man ganz ehrlich sagen, war rein zufällig und das war der Geburtstag laut vor ein Jahr gewesen bei Marvin Klein. Der hat uns richtig fest zusammengeschweißt, der Geburtstag, ne? Oder? Das wollte ich auch sagen. Siehst du noch damals bei, damals, denn Ein vor Jahr Jahren, war es ja. bei mir im Club beim Kams, Marvin ne? hat heute Geburtstag, ne? Ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß. Und wie so bei mir im Club beim Kams, und da sind wir dann im Regen, weißt du noch, wo ich das Geschenk holen war? Im Ja. Regen! Oh, der hab ich gedacht, ey, was machst du hier, Guido? Naja, und dann sind wir dann schön cool dann nach Köln gefahren, da war die List noch dabei. Und dann nach 5 Minuten, nee, das war wirklich also ein sehr langer Abend, der bis in die Morgenstunden ging. Aber wir waren frohlockend, also nicht besoffen oder sowas. Nee, doch,
War schon. Und wo ich mich noch, also das hat keiner bisher geschafft, außer du. Du Luppes. Also in Köln ist das so ein Ausdruck. Ne? Ich habe gedacht, ey, was machst du, Guido? Hör mal, hast du einen Schaden? Du weißt, vielleicht weißt du, was ich meine. Die Boygroup der Sache da. Ja. Ne? Ich habe gedacht, wie ist das Video? Ey, Guido, hör mal, oh nee, der Daniel. Ey. Das ist doch ein. Ja. Und das gefällt mir, Tenner. Also nicht schwer tönen und einem alles versprechen, was weiß ich halt, was nie denkbar ist. Ne? Die Leute, die sind bei mir aus meinem Leben, sobald ich das weiß, direkt Kick-off weg. Ne? Und da kommt dann so ein Daniel, der eigentlich ganz normal ist. Klar, der ist auch ein bisschen crazy. Jeder weiß, dass ich auch crazy bin. Aber der erzählt keine Geschichten, verstehst du? Und die Geschichten, die er erzählt, dann sind eben nicht so, was weiß ich, was so, wenn einer erzählt, hier, ich habe Prinzessin der Diana dann mal gesehen, so, die habe ich mal gepoppt, ne? Das kann man nicht glauben. Und er ist einfach ein Mann aus, ja, es passt gut, perfekt. Ich erzähl, wie es ist, ist ja so. Ich erzähle, wie es ist, und das Ding ist, ich bin, wie es ist, und ich brauche ja nicht singen. Ich habe auch immer zu Guido gesagt, ne, das und das, man kann das versuchen. Ich werde den und dem fragen, wenn er das macht. Aber ich würde nie jemand irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann. Verstehst du, was ich meine? Ich auch. Ich auch nicht, weil Weil das ich ist für sag dir mich. ein, David Deluxe heutzutage, ja? Und das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Egal. Manager, Fußballer, sonstiges. Verstehst du, was ich meine? Heutzutage, wenn du einen Manager hast und der sagt, ach, ich kann dies, ich kann das, ich kann dies, ich kann das, ich kann dies und das und das und das und das und das. Weil Leute erzählen ja viel, bla 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 bla. Oder ein Fußballspieler, ich hab dies, ich hab das, ich hab dies, ich hab das. Weißt du, was du zu ihm sagst? Ich sag immer nur zwei Worte. Ich bin Daniel Neumann, ich bin DKs. Google doch einfach. Dann Google, Suchmaschine und dann kommt. Das sage ich mittlerweile auch. Jeder, der da Ja. neu Dann kommt kommt. DSDS, dann kommt Zeitungsbericht, dann kommt Dings. Ja. Aber soll ich euch was sagen? Das hat mir ein weiser Mann erzählt. Und zwar damals, der Lalo hat mir beigebracht. Guck mal, die Case. Leute, die viel erzählen, die können nichts. Leute, die was können, erzählen nicht. Die haben was vorzuweisen. Zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, weißt du was? Ich habe in Hamburg mein Studio. Geh einfach auf meine Seite www.lalotietenkopf.de und dann kannst du gucken, was sie mit wenig produziert hat, was du gemacht hast. Zack, bumm, da hängen die goldenen an der Wand. Da, verstehst du? Hier. Da hängt, wie gesagt, der Song I Need You. Habe ich gemacht. Da ist meine Flasche, weißt du, hau weg. Kannst du googeln. Verstehst du? www.hauweg.de. Aber einer, der nichts vorzuweisen hat, der hat ja nichts zu zeigen. Und das war auch, wie gesagt, ich möchte jetzt, ich erwähne noch mal, der Joker Boy. Der hatte nichts vorzuweisen gehabt, hat aber viel erzählt. So, und irgendwann ist es so, dass du bist selber in eine Fliege. Fliegt, 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 fliegt. Aber irgendwann ist die in diesem Spinnennetz gefangen. Und dann verstrickt sie sich und dann wickelt die Spinne sie ein und du kommst nicht mehr raus, verstehst du? So, dann musst du irgendwann wissen, dann bist du so besessen, dass er an seine eigenen Lügen und seine eigenen Dings geglaubt hat. Verstehst du, was ich meine? Seine Ja. eigenen Lügen. Weil das Ding ist, einer, der was kann, der braucht nichts erzählen. Wenn ich zum Beispiel sage, David the Lyrics, guck mal, der Junge ist jetzt ein gutes Beispiel. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wo ich dich kennengelernt habe, viele haben dich nicht ernst genommen. War so? War so, ne? Ja. Die haben gesagt, guck mal, der Spinner da. Aber ein David Deluxe, egal, vielleicht kann er nicht schreiben, vielleicht kann er nicht, vielleicht kann er ein paar Sachen nicht. Ist ja egal, aber David Deluxe hat ein gutes Herz. Immer gehabt. Das ist ein Junge mit einem guten Herz. Der wird niemals jemand verarschen oder irgendjemandem was schlecht tun. Er sitzt sich hier als DKs. So. Und weißt du, was er geschafft hat, im Gegensatz zu anderen? Und alle haben sich gefragt. Er war aber mit Pedro Lombardi. David Deluxe hier unten. Er war mit Pedro Lombardi live.
Er war auch mit dem Cosimo live. Er war aber auch mit Dings live. Und sag mal, wie viele Leute sind gekommen zu dir und sind in deinen Arsch gekrochen und haben gesagt, David, wie kannst du denn mit dem Pedro live gehen? Wie kannst du denn dies und das? Und was hat denn die Casey gesagt? Der Pedro geht mit dir live. Weißt du warum? Weil du David the Lyrics bist. Weil du so bist, wie du bist und ein gutes Herz hast. Genauso wie ein Cosimo. Aber was habe ich dir auch gesagt? Geh den Leuten nicht auf die Nerven, weil sonst bist du ein Quälgeist. Dann nehmen die dich nicht. Irgendwann haben die Leute dich gesehen. Die Welt ist klein. Und haben dich auch genommen, weil du sympathisch bist. Und dies und das. Verstehst du, was ich meine? Und so war es dann auch, und so war es dann auch gewesen. Und er, der David Lewis, weil ich immer sage, mein Praktikant, hat mehr Prominente in sein, mit mehr Prominenten gesprochen, als ein Jokerboy jemals sprechen wird. Das ist amtlich. Das ist wahr. Ja, ich Und kenne ja der beide. braucht ja keine Scheiße zu erzählen. Der sagt einfach, ich bin David Deluxe. Ich bin der Junge aus Dresden. Ich bin der und der. Ich habe mit Pedro gesprochen. So, und wenn die Leute das nicht glauben, dann sagen die, ach, der mit Pedro gesprochen. Nein, der wollte mir sogar eine Frau suchen. So, was ist? Dann brauchst du den Leuten gar nicht viel die Geschichte erzählen. Sagt, geh auf meine Seite. Hier, guck das Bild. Ist doch da. Ist doch das Ja. Video. Fertig. Und No. die Leute sind schon mundtot. Ende im Gelände. Ja, Hallo. Daniel, aber wie er sagt, irgendwann, da fällt das auf. Irgendwann ist der Kartenhaus fällt zusammen. Und bei dir kann Zusammen. nichts hier zusammenfallen, weil du bist kein typischer Lügner. Ne? Du bist einfach geradeaus, entweder. Mir dann akzeptieren dich oder nicht, aber dich kann man, also ich kenne dich jetzt, ja, dann ich müsste jetzt lügen, ein halbes Jahr, gell? Dreiviertel Jahr, glaube ich, ne? Und ja, Wir du kennen bist uns da ein Typ dafür, von zu vorher. sagen. Wir haben uns kennengelernt seit über ein Jahr. Jetzt kennen wir uns, seitdem diese Party war bei Ding. Ich kenne dich seit dem letzten 1. Oktoberfest, was du gemacht hast mit Poke. Und Dingen. Wo der Poker. Nee, was? Wie bitte? Oktoberfest hast du gemacht. Da war noch Sascha Poke. Da war auch noch die Jenny da. Ah, ich wollte Seitdem gerade an. sagen, denn ich hätte mit dem zusammen. Ja, seitdem an Der kenne hat nichts mit mir kenn ich zusammengebracht. dich. Die Leute haben immer viel über Ja. dich erzählt. Aber so richtig Dings, das persönlich kenne ich dich seit diesem Geburtstag von der Marvin. Seit einem Jahr. Ja. Also das Oktoberfest, da hat der Pocke nichts mit zu tun gehabt. Denn ich weiß ja nicht, was der Trottel erzählt hat. Organisiert, deswegen. Leute, ist auch egal. Das war die Case, meine Schulzeit. Nächste Woche geht es weiter. Und die Leute, die mich heute noch mal sehen wollen, sehr gerne um 21 Uhr Wichtig. Sommerhaus der Stars mit Erik Sinnermann und mit Ismet und mit dem wunderbaren, wie Lustig. gesagt, Losti. Heute eine Veränderung noch. Die Leute werden nicht als Gast bei uns drin sein, sondern werden selber live gehen und wir werden die dann dazuschalten. Das heißt, jeder einzelne von denen wird seinen eigenen Chat heute haben. Ne? Deswegen, Leute, seid bitte so fair, wir können nicht jede Frage dann beantworten. Die haben ihren Chat, wir haben ihren Chat, wir gehen hauptsächlich auf die Sendung ein. Wenn aber eine gute Frage kommt, sehr, sehr gerne stellen, dann versuchen wir die auch in die Sendung mit einzubringen. So, jetzt aber erstmal, was machen wir jetzt? Daniel, kann ich schon bei Erik gehen auf dieser bei Live? Was kannst du? Ja, bei Erik gehen dann auf die Seite. Kannst du auch, Weil es ja mein Ehrenmitglied. Kannst du gerne machen, Gebührt, da brauchst du muss machen. Präsident natürlich da sein. Aber ich bin im Herzen auch bei dir. Oh, nee, das passt gar nicht zu mir, das da. Oh, weg damit. Da kommt Liebe. Nee, das passt nicht zu meinem. So, auf Egal. jeden Fall, wir sind jetzt raus und dann tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis später. Tschüssi, Bombusi. Paris, Athen? Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay.